Nachmittag wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, über dem Hamburger Hafen graue Wolken, aber zum Glück haben wir keinen Regen. Wir haben auch nicht den angekündigten Hagel, wir haben auch keinen Starkregen. Das heißt, wir haben eigentlich Glück. Hinter mir, elbabwärts, taucht jetzt das Feuerlöschboot mit sprühender Fontäne auf. Das traditionsgemäße Signal, das Begrüßungssignal in der Schifffahrt, wenn ein neues Schiff hier irgendwo in den Hafen einläuft, wenn ein großes Kreuzfahrtschiff das erste Mal in den Hafen einläuft, dann wird also diese Fontäne zu Ehren dieses Schiffes versprüht. Jetzt kommt danach schon ins Bild die Fregatte Augsburg, die Parade, die Einlaufparade anführt. Hier unten haben wir ein Boot mit Protest gegen Kriegswaffen, gegen Kriegsschiffe. Die Fregatte Augsburg schiebt sich jetzt so langsam in den Hafen herein. Es ist immer das Marineschiff, das Führungsschiff in der Tradition. Normalerweise, wenn es ein Segelschiff hier wäre, wenn die Gorch Fock hier wäre, würde sie die Position einnehmen und damit die Hoheit darstellen. Es ist eine besondere Situation in diesem Jahr, dadurch, dass wir einen Tag mehr haben, einen Tag länger den Hafengeburtstag feiern können. Wir haben also insgesamt 4 Tage Hafengeburtstag von Donnerstag bis Sonntag und es werden hier mehr als 300 Schiffe erwartet, die sich hier angemeldet haben. Es sind 170 sowas angemeldet und erfahrungsgemäß werden sich auch immer noch einige Schiffe weiter in diese Einlaufparade einreihen. Für die Leute aus der Schifffahrt ist das immer ein großes Ereignis. Und es wird jetzt hier sich mehr als eine Stunde an uns vorbeiziehen. Ich werde Ihnen ein bisschen erzählen, was es mit den einzelnen Schiffen auf sich hat. Und ja, hoffe, dass das Wetter mit uns mitspielt weiterhin. Hier die Fontänen des Feuerlöschbootes nochmal in der Nahaufnahme. Fregatte Augsburg, die Fregatte der deutschen Marine, die hier die Einlaufparade anführt. Wir werden ein buntes Bild an Schiffen erleben. Es haben sich eine Reihe von Großseglern angesagt und ist auch hier eingetroffen und im Hafen schon zu sehen gewesen heute. Es werden einige kleine oder eine große Anzahl kleiner Segler hier sein. Wir haben ja das große Glück, dass wir in Hamburg an einem Punkt in einer Stadt mehr als 60 Traditionsschiffe von 2 Organisationen haben, vom Museumshafen Övelgönne und von der Stiftung Hamburg Maritim. Und an Traditionsschiffen haben wir hier angefangen von der Cap San Diego, dem größten fahrfähigen Traditionsschiff der Welt. Dann haben wir hier die Rigmarigmas, die mittlerweile ein fester Bestandteil der Traditionsschiffe im Hamburger Hafen ist. Allerdings nicht mehr
Fahrfee, die unternimmt keine Fahrten mit Gästen, was die anderen Schiffe ja alle tun. Dort kommt jetzt der erste Rahsegler auch ins Bild. Es ist die Svensborg, ein Schiff. Mercedes und die Mercedes, beide gleich auf. Es ist immer wieder ein sehr majestätischer Anblick, diese Rahsegler mit ihrer traditionellen Segelführung. Auf der anderen Fahrwasserseite haben wir dann die Mercedes, ein Schiff wie ein alter Clipper. Ja, sie kommt noch nicht ins Bild. Jetzt sehe ich auch, warum es noch nicht ins Bild konnte, weil das Kreuzfahrtschiff am Terminal in Altona davor lag. Jetzt haben wir hier also ja, und diesen Anblick, meine Damen und Herren, sollten Sie sich einprägen. Was dort jetzt ins Bild kommt, ist die Krusenstern, eine Viermastpark, ein Schiffstyp, der in dieser Form einmal entwickelt worden ist im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, als Segelschiff für die Hamburger Reederei Leis. Es waren die klassischen Cap Horn-Segler, die also von Hamburg nach Chile fuhren, ohne Maschine, nur mit Kraft des Windes. Und um Salpeter zu holen, Salpeter nach Hamburg zu transportieren, der hier gebraucht wurde als Düngemittel für die Landwirtschaft, als Produkt für die chemische Industrie. Das waren die klassischen Cap Horn-Segler der Reederei Leis, die also auch sehr seetüchtig waren. Sonst hätten sie solche Fahrten gar nicht unternehmen können. Aber seetüchtig waren auch die Kapitäne, die diese Schiffe führten. Es waren legendäre Gestalten, Hilgendorf beispielsweise, ein Kapitän Nissen. Das waren also wirklich herausragende Persönlichkeiten, die diese Schiffe fuhren. Und sie gaben ihre Wetter- und Windbeobachtungen an die Deutsche Seewarte, die diese auswertete und damit auch allen anderen Kapitänen der Reederei Leis ermöglichte, solche schnellen Fahrten zu machen. Die Schiffe hatten den Ehrentitel Flying P-Liner. P, weil sie mit einem P überwiegend anfingen. Irgendwann trugen alle diese Schiffe ein P im Namen, wie Pamir, Passat, Peking, Padua und so weiter. Und weil diese Schiffe so schnell waren, nannte man sie die Fliegenden, die Flying P-Liner. Also wirklich ein Ehrentitel zu ihrer großen Zeit der Seefahrt um Kap Horn. Viele spätere Kapitäne hatten ihre Laufbahn begonnen als Kadetten auf solchen Schiffen, weil sie dort ihre ersten seemännischen Erfahrungen machten und dort auch geformt wurden. Der Vorteil eines solchen Schiffes als Ausbildungsschiff ist, dass es den vollen Einsatz eines Menschen verlangt,
Man kann sich keine Nachlässigkeiten leisten. Das Schiff verlangt volle Aufmerksamkeit und es verlangt eine gute Seemannschaft. Es verlangt wirklich, dass man diesen Beruf beherrscht. Und das lernte man im Laufe der Zeit an Bord dieser Schiffe. Und die Kaponiers, die Leute, die solche Schiffe auf solchen Schiffen um Kap Horn gefahren sind, sind nicht zuletzt deshalb eine legendäre verschworene Gemeinschaft. Und ein solches Schiff ist ja im vergangenen Sommer, im August, nach Hamburg gekommen. Und zwar hatte es gelegen im Hafen von New York als Museumsschiff und war dort langsam vor sich hingegammelt und heruntergekommen. Und dieses Schiff musste dann im Hafen von New York Platz machen. Und da hat man sich darum bemüht, es hierher nach Hamburg zu holen. Eine Entscheidung, die auch gut ist, denn dieses Schiff, dieser Schiffstyp gehört einfach in diese Stadt, in der es entstanden ist. Nicht nur von der Bauweise, sondern vom ganzen Konzept her hat man solche Schiffe hier in Hamburg geformt. Und diese Schiffe haben auch Generationen von Seeleuten geformt. Von daher ist es sehr schön, dass ein solches Schiff hier wieder nach Hamburg kommt und in Hamburg hier im Mittelpunkt der maritimen Szene sein wird. Die Krusenstern ist, da hinten kommt eine ganz neue Generation Dampfschiffe, der Dampfeisbrecher Stettin, der hier raufkommt. Er liegt hier in Hamburg, liegt im Museumshafen Övelgönne, wenn er nicht gerade Fahrten unternimmt, und er unternimmt viele Fahrten, denn diese Fahrten sind sehr wichtig für Traditionsschiffe, weil sie damit das Geld erwirtschaften, um unterhalten zu werden und gepflegt zu werden. Und ein gefahrenes Schiff, ein Schiff, das viel gefahren wird, ist in einem allgemeinen besseren Zustand als ein Schiff, das in New York irgendwo in einem Museum liegt. Denn Seeleute, auch ehrenamtlich Tätige, die so ein Schiff pflegen, weil sie einfach eine Zuneigung zu dem Schiff haben, weil sie es als ihr Hobby ansehen, ein solches Schiff zu unterhalten. Das ist sehr viel besser in Schuss als ein Schiff, das einfach nur in einem Museumshafenbecken rumdümpelt. Und deshalb war auch gleich der Anspruch des Museumshafens in Övelgönne: Wir wollen die Schiffe fahren. Wir wollen mit den Schiffen Fahrten anbieten. Und so kann man heute in Övelgönne im Museumshafen oder im Traditionsschiffshafen in der Speicherstadt kann man Fahrten buchen auf solchen Schiffen. Man kann erleben, wie diese Schiffe bewegt werden, was alles dazugehört. Sie können beispielsweise auf einem Dampfer wie der Stettin mal versuchen, auch selber eine Schaufel Kohle auf das Feuer zu werfen, um zu sehen, dass selbst Heizer ein Beruf ist, der auch nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Dazu gehört nicht nur körperliche Kraft, dazu gehört auch eine Technik, eine Erfahrung, wo man die nächste Schippe Kohle draufwerfen muss. Also schauen Sie sich das mal an, gehen Sie an Bord, besuchen Sie diese Schiffe. Es lohnt sich. Die Stettin ist das größte fahrfähige Dampfschiff der Welt. Und das alles hier in Hamburg, hier im Museumshafen. Hafen in Övelgönne. Und wer mal runtergeht in den Maschinenraum und steht vor diesen Feuerlöchern der großen Dampfmaschine, ich kann dich erkennen.
Ja, hier haben wir einen der Museumssegler aus Övelgönne mit diesem großen Seitenschwert an der Seite. Dieses Seitenschwert ermöglichte es, in Wattenregionen über flache Gewässerteile hinweg zu segeln. Und auch hier dieses Schiff hat eine ganze Anzahl Gäste an Bord, die diese Fahrt genießen. Und mein Tipp ist immer wieder, mal runterzugehen nach Övelgönne und sich dort erkundigen, wann denn Schiffe fahren und wann man mitfahren kann. Man trägt mit so einem Familienausflug an einem Wochenende beispielsweise durchaus zum Erhalt eines solchen Schiffes bei. Hier jetzt im Bild haben wir Pedro Donker, einen Segler aus Holland, der seine Sommermonate hier in Hamburg verbringt, wie viele Holländer übrigens. Holland hat ja ebenfalls eine sehr große Traditionsschiffflotte. Und viele dieser Schiffe kommen den Sommer über nach Hamburg. Sie fahren dann weiter in die Ostsee, wo sie bei der Kieler Woche und Travemünder Woche und anderen Großveranstaltungen ihr Geld verdienen. Diese Traditionsschiffszene ist gewissermaßen ein Wanderzirkus zur See, der dorthin kommt, wo es Erträge gibt. Hier haben wir im Bild jetzt dänische Marineboote der dänischen Heimatverteidigung, also der Küstenwache. Das ist die deutsche Küstenwache, die die Kontrollen an den Seegrenzen vornimmt, also in der Nordsee, in der Ostsee. Sie sind sehr seetüchtige Schiffe, die also auch nicht nur auf Zollbestimmungen achten oder auf illegale Einwanderung, sondern auch sich um den Umweltschutz kümmern, wer also sein altes Öl irgendwo meint, auf See entsorgen zu können, der kann sicher sein, dass solche Schiffe ihn relativ schnell aufspüren, weil man eine Überwachung aus der Luft und vom Wasser her macht. Das heißt, wenn ein Überwachungshubschrauber den Verdacht hat, dass dort illegal Öl ins Wasser gepumpt wurde, dann fahren diese Schiffe raus, um direkt an Bord zu kontrollieren. Das Ra-Segelschiff, was jetzt dort aufkommt, mit dem weißen Rumpf und dem blauen Band, hat sehr viele Freunde hier in Hamburg. Es ist das russische Segelschulschiff Mir. Die Mir trägt dieses blaue Band um den Rumpf mit einem großen Stolz, denn es ist eines der Segelschiffe, das bei Windjammer-Regatten, bei Großsegelregatten immer sehr gute Plätze erreicht hat. Und die Mir, das russische Wort für Frieden. Die Mir hat sehr viele Freunde, es hat auch schon Fälle gegeben, dass man die Mannschaften hier von deutschen Freundeskreisen eingeladen hat, wenn sie den Winter über hier verbracht haben. Man hat sich um das Wohlergehen der Mannschaften gekümmert. Also ein in Hamburg sehr beliebtes Schiff.
Es wurde gebaut in den 9. So, gegen diese Typhone kam ich nun nicht an. Es ist aber ein Zeichen, dass die Spitze der Einlaufparade jetzt das Hafengebiet erreicht hat und von den Schiffen begrüßt würde mit den Typhonen. Wir werden wahrscheinlich gleich hören, wie ein Salutschuss abgefeuert wird von der Rekma-Rekmas, von einer Salutkanone, die dort steht. Das ist jeweils der Eröffnungsschuss des Hamburger Hafengeburtstags. Die Mir ist konstruiert worden in Polen von Zygmunt Koren, einem Mann, der sich mal die Aufgabe gestellt hat, moderne Segelschiffe in Dienst zu stellen. Das ist ihm auch gelungen. Diese Schiffe sind sehr gefragt, insbesondere im ehemaligen Ostblock. Denn dort legt man immer noch Wert in der Fischerei, in der Marine der entsprechenden Länder, dass Seeleute ihre Ausbildung beginnen an Bord von Rahseglern. Ich hatte es eben schon gesagt, Rahsegler erwarten, dass man sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, dass man sich die notwendige Seemannschaft aneignen. Sonst lässt sich so ein Schiff gar nicht bewegen. Und es ist immer Teamwork. Ein Einzelner an Bord eines solchen Schiffes spielt keine Rolle. Ein Einzelner kann auf seinem Schiff, so einem Schiff, nichts erreichen. Man lernt also wirklich Teamwork, man lernt das Zusammenspiel mit seinen Bordkameraden. Jetzt kommt ein allen Hamburger. Jetzt ist sie weg. Da ist sie wieder. Ein allen Hamburger vertrautes Schiff hier ins Bild. Die Cap San Diego, die ja an der Überseebrücke liegt, auch besichtigt werden kann. Nicht nur besichtigt werden kann, sondern die so wie jetzt eben auch Fahrten unternimmt. Und ein Schiff, das sehr top gepflegt ist, das auch während seiner Liegezeiten im Hamburger Hafen ein interessantes Bordprogramm hat. Man kann sich über das Internet unter Cap San Diego informieren, was an Bord als nächstes stattfindet. Es können Ausstellungen sein, es können Lesungen sein. Das Schiff hat auch die ehemaligen Kammern der Seeleute so eingerichtet, dass man sie heute nutzen kann als Hotelzimmer. Man kann dann so sein Frühstück auch an Bord bekommen und dort an Bord übernachten. Und es wird der Sehnsucht vieler alter Fahrensleute, die ehrenamtlich an Bord tätig sind und dieses Schiff pflegen und warten. Der große Traum von denen ist, einmal noch mit dieser Cap San Diego nach Südamerika fahren. Wie es schon in dem alten Shanty heißt, einmal noch nach Rio. Ob das klappen wird, ist ungewiss, aber was wäre man ohne Träume?
Ja, was man sagen muss, es ist ja, der Hamburger Hafen hat ja seinen Betrieb für diesen oder während dieses Hafengeburtstages keineswegs eingestellt. Der Betrieb läuft weiter. Man sieht es an den Hafenfähren, die hier ihren Fährbetrieb weiterhin aufgenommen haben oder weiterhin durchführen. Man kann also auf diesen Haddack-Fähren, also sehr schön zwischen den Schiffen durchfahren. Es sind sehr begehrte Fahrten wie in dieser Zeit. Und es ist eine Leistung von den Hafenbehörden, dass sie den Betrieb nicht unterbrechen für einen Hafengeburtstag, sondern dass man das alles irgendwo integrieren kann. Das ist schon eine wirklich sehr schöne Leistung, die jedes Jahr erbracht wird, die auch jedes Mal für die Behördenvertreter Anspannung bedeutet. Und es ist aber, die legen auch Wert darauf, dass dieser Hafen weiterläuft wie gewohnt. Ja, nicht nur Segelschiffe, nicht nur alte Fischereifahrzeuge, sondern auch Funktionsfahrzeuge wie Hochseeschlepper sind hier zum Hafengeburtstag gekommen. Wir haben 2 Hochseeschlepper in der Parade. Es ist schon eine sehr bunte Vielfalt der Seefahrt, die hier zu sehen ist. Dort kommt der 2. Hochseeschlepper ins Bild, ein holländisches Fahrzeug, das für Seeverschleppungen, aber auch für Hilfeleistungen auf See eingesetzt war und jetzt auch zu den Traditionsschiffen zählt, allerdings in Holland betrieben wird. In den Stadtwappen vieler Hansestädte finden sich solche Koggen, wie sie hier auch mitfahren. Diese Koggen, da wusste man jahrelang nicht, wie sie denn wirklich ausgesehen haben, bis man das Glück hatte, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eine solche Kogge im Weserschlamm zu finden. Manchmal ist ein Unglück lange Zeit später auch ein Glücksfall. Man hat diese Kogge mit sehr viel Aufwand geborgen. Man hat sie in Bremerhaven im Schifffahrtsmuseum wieder hergerichtet. Man hat erstmal die Planken konservieren müssen, die ja durch das jahrelange Liegen in Wasser und Schlick morsch geworden waren. Heute steht dieses Schiff oder ein solches Schiff wieder im Museumshafen. Im Museum von Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Und man hatte dann die Chance, nach dem Schiff können wir einen Neubau konstruieren. Mehrere dieser Neubauten sind mittlerweile in Fahrt. Auch dieses Schiff hier gehört dazu. Es gibt also in der Ostsee, es gibt in Bremerhaven mehrere Schiffe, die Gästefahrten unternehmen. Und so kann man ein Stück der Fahrt, ja, wie zur Zeit von Klaus Störtebeker, mal erleben, wobei man hier ganz deutlich sieht, dass dieses Schiff eben auch einen Motor, einen Maschinenantrieb hat. Es segelt hier nicht elbaufwärts. Die moderne Zeit ist einfach nicht aufzuhalten. Hier kommt ein Raddampfer elbaufwärts. Es ist die Freya, ein Raddampfer, wie er früher als Seebäderschiff unterwegs war. Dieses Schiff ist
rekonstruiert worden und wieder in Fahrt gebracht worden, innen top gepflegt. Ein Schiff, auf dem man feiern kann, mit dem man Feierfahrten unternehmen kann, die eine ganz schöne Atmosphäre haben. Ja, man fühlt sich, wenn man an Bord kommt, ein bisschen versetzt in Kaisers Zeiten. Der Raddampfer Freier aus Lüst auf Sylt. Wie viele Traditionsschiffe ist auch die Freier. Ist die Freier ein Schiff, das regelmäßiger Gast im Hamburger Hafen ist. Hamburg insgesamt ist sehr gefragt bei Ausflugsfahrten mit Traditionsschiffen. Hamburg wird gern angesteuert und Hamburg hat die Zeichen der Zeit aber auch erkannt und hat im Hansahafen eine Reihe von Liegeplätzen, also extra Pontons hingelegt, eine Reihe von Liegeplätzen geschaffen, damit diese Gäste, die nach Hamburg kommen, hier auch Liegeplätze finden, die irgendwo stadtnah sind, damit die Gäste an Bord auch Hamburg besuchen können. Nicht nur als Seeleute, sondern auch als Stadtbummler. Wieder ein Schiff der Küstenwache. Ja, hier in einem Wettrennen mit einem Segelschiff, das allerdings seine Segel nicht gesetzt hat. Schiffe wie dieses, ich muss zwischendurch immer mal unterbrechen, weil mit meiner Stimme dringe ich bei diesen Typhongeräuschen nicht durch. Schiffe wie dieser Dreimaster, der sich hier gerade durch das Bild schiebt, waren früher mal jetzt kommt hier ein Partyschiff vorbei, das auch wiederum das Mikrofon etwas übertönt. Ein Beispiel dafür, dass an Bord nicht nur irgendwo Schiffe bestaunt werden, sondern dass hier an Bord auch kräftig gefeiert wird und auch an Land gibt es eine ganze Reihe von Vergnügungsstätten, Musikständen, auf denen Bands spielen, Live-Musik gespielt wird. Also der Hamburger Hafen feiert wirklich ein Fest zu seinem Geburtstag. Wie man sieht, die Stimmung an Bord ist gut. Die Musik ist unüberhörbar, sodass man sich an Land jetzt mal so etwas zurückhalten muss, um da nicht gegen anschreien zu müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das bei Ihnen zu Hause vor den Bildschirmen jetzt überhaupt noch hören kann, was ich hier erzähle. So, die Kamera schwenkt elbabwärts. Schauen wir mal, was jetzt ins Bild kommt. Das scheint ein Seebäderschiff zu sein. Und was hier der Segler, der hier mit der
blau-weiß-roten Flagge kommt, ist ein Holländer. Wie gesagt, die Niederländer sind sehr viel vertreten im Hamburger Hafen mit ihren Schiffen, weil sie hier sicher sein können, dass ihre Schiffe auch eine ganze Menge Gästefahrten unternehmen können. Und es gibt auch Agenturen hier, die diese Fahrten anbieten und diese Fahrten, diese Schiffe dann auch füllen. Ja, ein Schiff, das dem ich auch schon begegnet bin hier während Fahrten auf der Eider. Da unternimmt es nämlich Ausflugsfahrten bis in den Nordostseekanal, der ja bei Gästen eine große Attraktion hat. Das ist also die Adler Princess, die hier ja von der Eider bis in den Nordostseekanal und zurück an die Nordsee fährt und Touristenfahrten unternimmt. Es ist auch für uns hier an Land spannend, was kommt denn jetzt als nächstes Schiff hier auf? Was wird uns hier ins Bild schwimmen? Im Hintergrund des Seglers haben wir die Bleichen, ein Schiff, auf das Hamburg auch sehr stolz ist. Es wurde nämlich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut für die Hamburger Reederei Gehrken und kam auf verschlungenen Pfaden bis in die Türkei und dort hat es jemand von der Stiftung Hamburg Maritim entdeckt und hat gesehen, dass in diesem Schiff ganz vieles original erhalten war. Dann hat man sich darum bemüht, dieses Schiff, was von der Reederei ohnehin verkauft werden sollte, es zu erwerben. Es hierher nach Hamburg gefahren auf eigenem Kiel und hat es mit einer ehrenamtlichen Besatzung und auch in einem Werftaufenthalt sehr gut überholt, sodass es mittlerweile, wie eben auch die Cap San Diego, Fahrten mit Gästen unternehmen kann. Auch das, was Sie hier jetzt sehen zum Hafengeburtstag, ist eine Gästefahrt. Und es liegt in Hamburg im Hafenmuseum und an Bord werden auch regelmäßig Vorführungen unternommen von alten Umschlagtechniken. Gezeigt, wie man eine Hievesäcke mit dem bordeigenen Umschlaggeschirr vom Land am Schiff bringt und umgekehrt natürlich. Und so wird hier in den nächsten Jahren in Hamburg sich eine sehr interessante Szene entwickeln mit Traditionsschiffen, die ihren eigentlichen Zweck nochmal vorführen und zeigen, wie Schifffahrt noch von Hand gemacht wird, wie das nicht von Computern gesteuert wurde, sondern wirklich Handarbeit ist und eben auch Kraft verlangt und auch handwerkliche Fähigkeiten. Hier haben wir dann wieder einen Dreimast-Top-Segelschoner, der am vorderen Mast Rahsegel trägt. Diese Rahsegel haben
bei ganz bestimmten Windverhältnissen, wenn der Wind stark von Achtern kommt, ihre großen Vorteile, weil sie dann eine sehr große Zugkraft entwickeln. Also für Atlantiküberquerung waren solche Schiffe durchaus beliebt. Solche So langsam mit der Bleichen nähern wir uns auch dem Ende dieser Parade. Es sollte jetzt eigentlich noch eine englische Fregatte hier im Rahmen der Parade auftauchen. Aber es ist sind ja fahrende Schiffe, die sich auch in einer Parade auseinanderziehen. Das ist ja kein Fahrzeug, das auf Rädern rollt und beliebig beschleunigt werden kann, sondern das ist nicht einfach. Diese Schiffe in dem Gedränge, in dem dicht beieinander fahren, auf Kurs und auf Geschwindigkeit zu halten. Von daher kann man nur sagen, ein Respekt vor den Mannschaften, die dort bei der Einlaufparade teilnehmen und ihr Bestes geben, damit diese Parade funktioniert. Ja, meine Damen und Herren, über meiner Schulter ist jetzt die Bleichen zu sehen. Wie gesagt, eines der sehr interessanten Traditionsschiffe, die hier in Hamburg erhalten werden. Und meine übliche Bitte einfach, schauen Sie sich diese Schiffe einmal an. Lassen Sie sich von der Begeisterung der Besatzung, die diese Schiffe pflegen, lassen Sie sich anstecken, nutzen Sie die Zeit, mal mit einem solchen Schiff mitzufahren. Es ist ein tolles Erlebnis und dieses tolle Erlebnis, was Sie haben, trägt auch zugleich dazu bei, dass dieses Schiff erhalten werden kann. Ja, das war die Einlaufparade zum Hamburger Hafengeburtstag. Die Besatzungen dieser Schiffe werden in den nächsten Tagen mit Sicherheit auch hier in ihren zum Teil sehr prächtigen Uniformen im Stadtbild zu sehen sein und werden den Aufenthalt in Hamburg genießen. Ja, und zurück zur Redaktion.